Fußballspiel. Wir haben seit 2 Jahren an einer Rezeptur gewerkelt, experimentiert, stetig verbessert und sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit ist, auch nach der Errichtung unseres Tiefbrunnens, der ja gefühlt 2 Jahre in der Bearbeitung war, aber doch durchgewunken wurde, was keiner gedacht hätte, sind wir jetzt tatsächlich an einem Meilenstein angelangt, der uns berechtigt, ein Münchner Hell zu machen. Münchner Hell hat eine lange Tradition in der Stadt. Wir sind jetzt gefühlt, also ehrlicherweise sind es so um die 70, 80 Jahre, gab es kein neues Münchner Hell mehr, woher auch, wenn es keine Brauerei mehr in der Stadt München gibt, sind wir jetzt quasi angelangt, als 7. Brauerei auch wirklich auf Augenhöhe nah wahrgenommen zu werden. Das war ja von Anfang an unser Ziel. 2006, wo wir gegründet haben, wollte ja kein Mensch auf die Wiesen gehen. Das Thema müssen wir wahrscheinlich heute auch noch besprechen. Aber es war immer unser Ziel, als eigenständige Münchner Brauerei wahrgenommen zu werden. Und das ist uns mit dem heutigen Tage, mit dem heutigen, sagen wir mal, vorletzten Schritt oder letzten Puzzlestein gelungen. Der Bierpreis ist bei uns immer relativ niedrig. Wir sind natürlich die hochpreisigsten in der Stadt, aber wir werden im Vergleich zu unserer naturtrüben Klassiker, unserer Erhellung, das Bierpreis gleich anbieten, aber wir sind über 20 Euro im Handel. Ja, das ist aber auf einer handwerklich hergestellten Art und Weise immer noch 1 Euro die halbe oder 1,10 Euro die halbe. Und Bier erfährt viel zu wenig Wertschätzung in der Republik. Und eine Kiste Bier muss, Zitat Marx, einfach über 20 Euro kosten. Es ist einfach so. Ja. Es gibt so viele gute Biere in der ganzen Republik, aber das ganze Verramschen für 9,90 Euro oder Oettinger habe ich heute wieder gesehen in der Werbung, 4,49 Euro. Frage ist jetzt inklusive Pfand oder exklusive Pfand, das weiß ich nicht. Aber mit Mehrwertsteuer. Geht ja, inklusive Mehrwertsteuer. Aber das ist, gelinde gesagt, verrückt und dem Trend wollen wir entgegenwirken. Und ich glaube auch, dass wir ein gutes Potenzial haben, ein gutes Produkt haben, auch 1,10 Euro für eine Flasche Bier zu verlangen in der Kiste. Warum braucht es noch ein Münchner Hell? Ich denke, es ist so, wir haben tatsächlich, also wenn man ein bisschen zurückblickt, 2006 waren wir noch in der Garage, da waren wir bis zum Jahr 2014. Da waren sozusagen unsere ersten Gehversuche, dann sind wir ja raufgezogen an Giesinger Berg, wo wir ja immer noch sind. Und da war es so letztendlich, wir haben, wie der Steffen schon gemeint hat, also wir haben ja hauptsächlich nicht filtriertes Bier gemacht und machen das immer noch hauptsächlich. Das hatte den Hintergrund, dass wir auch der Meinung sind, dass das geschmacklich und auch sonst von Vorteil ist. Aber es hatte auch ein bisschen den Hintergrund, dass wir halt einfach kein Filtrationsequipment gehabt haben. Und das haben wir zum einen jetzt. Und dann war es tatsächlich so, dass eine Voraussetzung, dass man also Münchner Bier auch tatsächlich Münchner Bier nennen darf, ist, ja, also man muss gewisse Spezifikationen erfüllen, was wir hier da aufgelistet haben. Gewisse Stammwürze muss sein, eine gewisse Farbe, Bitterness sozusagen. Aber was das Entscheidende ist, und das hatten wir halt lange Jahre nicht, das ist tatsächlich dieses Wasser aus dem Tiefbrunnen der Münchner Schotterebene. Und das ist, es ist so, dass Münchner Bier ist eine geschützte geografische Angabe. Das ist von der EU geschützt. Und man darf tatsächlich, also Münchner Bier darf man tatsächlich nur Bier nennen, das diese Spezifikationen erfüllt, in München gebraut ist und mit diesem Tiefbrunnenwasser gebraut ist. Und den Tiefbrunnen, wie der Steffen auch erwähnt hat schon, den haben wir jetzt eben erst seit dem Jahr 2019 oder wann war der fertig? 2020 glaube ich erst. Und im Nachhinein muss man sagen, es ist eigentlich erstaunlich, dass wir da die Genehmigung bekommen haben dafür, weil es heutzutage die öffentliche Hand da sehr, sehr restriktiv ist, weil es auch, also es ist eigentlich so, für Industriebetriebe gibt es überhaupt keine Genehmigungen mehr, die solche Tiefbrunnen betreffen. Es ist, die Tiefbrunnen können gebohrt werden zur Notversorgung der Bevölkerung und für Brauereien. Gut, und das letzte Kriterium haben wir halt erfüllt und dann, glaube ich, war es der Stadt und den Behörden auch ein bisschen ein Anliegen, dass wir halt als
ja, Münchner Brauerei halt sozusagen da zu den anderen aufschließen. Und ja, dann haben wir tatsächlich jetzt seit 2 Jahren uns überlegt, ja, machen wir das filtrierte Helle, wie machen wir es, haben wir an der Rezeptur gebastelt, haben die verfeinert und jetzt haben wir endlich festgestellt, das, was wir jetzt in der Flasche haben und in den Tanks und in den Fässern, das ist es. Und ja, da könnt ihr euch nachher gerne auch selber überzeugen. Also es ist, glaube ich, sehr süffig geworden. Dankeschön für die Einladung. Ich bin als Franke sehr, sehr stolz dazu, heute hier zu sein, um ein echtes Münchner Juwel an den Markt zu bringen. So muss ich jetzt sagen. Münchner Hell, Steffen hat schon gesagt, wie viele Jahre keines mehr in den Markt gekommen ist. München kann stolz auf die Giesinger Brauerei sein. Mehr kann ich als Franke jetzt hier gar nicht sagen. Nur die Tragweite, glaube ich, weiß diese Stadt nicht. Was es heißt, so ein Unternehmen mit so viel Leidenschaft und mit so viel Liebe zu diesem Produkt aus dem Boden zu stampfen. Und jetzt noch dieses Münchner Hell zu brauen mit ganz vielen Schmerzen. Ich glaube, der Steffen hatte beim Brunnenbohren 20 und mehr schlaflose Nächte. Kriege ich jetzt Wasser oder kriege ich kein Wasser? Das sind die Hintergründe, die ich als Präsident sehe und freue mich umso mehr, heute dieses wunderschöne Bier mit euch vorstellen zu dürfen. Die Quintessenz aus der ganzen Sache ist ja die, der Steffen hat schon gesagt, solche Fotos werden von anderen Brauereien nicht gemacht. Warum nicht? Die haben schlichtweg Angst vor ihm. Und von meiner Seite aus ist auch so, jetzt haben wir ein echtes Münchner Bier und ich freue mich schon drauf, Steffen, wenn dann mal wieder das schönste Fest in Bayern ist, dass ich dieses Giesinger Bräu auf der Wiesn sehe. Also ich komme persönlich vorbei und reiche dir den Schlegel zum Anzapfen. Das ist versprochen. Also, es ist wirklich ein Meilenstein, der heute hier ist. Vielleicht empfindet es nicht jeder so. Ich persönlich empfinde es so. Das ist so wie die Geburt einer neuen Dynastie. Steffen, ich wünsche dir viel Glück dabei und dem Verbraucher natürlich viel Spaß beim Trinken. Und jetzt muss ich zurückkommen, der Bierpreis ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass Bier gut ist und dass ich ein zweites will. Und ich habe es schon verkostet. Ich will ein zweites. Münchner Hell wir haben eine kleine Testphase jetzt. Wird es erstmal den kleinen und mittleren Getränkemärkten geben, um die zu unterstützen, die uns seit Jahren auch die Stange gehalten haben und von Anfang an unterstützt haben. Und je nach Nachfrage werden wir das Ganze dann ein bisschen Jahresende, Jahresanfang für die nächste Sommersaison ausbauen. Giesinger Münchner Hell ist quasi unsere 14. Sorte. Ich habe hier ein paar ausgestellt. Ich habe auch ein kleines Prospekt auf den Tisch gelegt. Der eine oder andere hat vielleicht noch nicht alle Sorten ausprobiert. Also es war eine ganz große Herausforderung, weil unsere Erhellung ja eigentlich gefühlt immer unser Helles war. Und jetzt zwei Helle am Start zu haben, ist jetzt müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Wir gucken, dass wir das zeitlich gut und strategisch platzieren, auch in der Gastronomie. Wir müssen schauen, wie die Nachfrage ist. Und unser Naturtrüber Klassiker, die Erhellung, wird unser Klassiker bleiben. Der hat uns groß gemacht und wir glauben auch nicht, dass wir dort viele Anteile verlieren. Wir denken nur, dass Münchner Hell relativ schnell zu ähnlichen Sphären wie die Erhellung heranwächst. Und ich glaube, dass es auch viele, viele Fans gibt, die gerne ein filtriertes Bier trinken oder ein blankes Bier trinken als ein naturtrübes. Und diese Fans wollen wir jetzt auch erreichen. Ja, deswegen machen wir auch noch eine kleine Crowdfunding-Aktion Mitte November, um das Helle in den Markt zu positionieren. Es macht ja gar keine Vorstellung, wie, sagen wir mal, aufregend, nicht anstrengend, sondern aufregend ist, in den großen Märkten dort positioniert zu sein. Das ist eine Herausforderung und dafür brauchen wir ein bisschen Kriegskasse. Auch müssen wir die 1, 2, 3 Tanks, die wir noch ergänzen wollen, hier mit unserer Fanbasis finanzieren. Und ihr werdet nachher beim Rundgang sehen, dass wir da durchaus noch ein bisschen Platz haben, um hier zu wachsen. Soll ich die Wiesenfrage gleich vorwegnehmen, dann haben wir es hinter uns. Ja, genau. Wir
agieren hier ungefähr mit 25.000 bis 30.000 Hektoliter pro Jahr. Die Anlage kann deutlich mehr, das Nadelöhr sind die Tanks. Irgendwann werden wir in den nächsten 5, 6, 7 Jahren vielleicht auf 40.000, 45.000 Hektar anwachsen. Wir haben 4 Millionen Leute in München und Umgebung und unsere Produkte kann man in München und Umgebung nur kaufen. Jeder trinkt 1 Hektoliter Bier pro Jahr. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Aber was ich sagen möchte, ist 4 Millionen Leute, 4 Millionen Hektoliter Bier. Egal welche Sorte, egal welche Marke. Das bedeutet, selbst wenn wir hier in 2, 3, 5 Jahren 40.000 Hektoliter machen, reden wir von 1% Marktanteil in Stadt und Umgebung. Und vielleicht machen wir irgendwann 60.000 Hektar und dann reden wir von 1,5% Marktanteil. 30.000, 40.000 Hektoliter pro Jahr. Ein großes Wiesenzelt verkauft, wisst ihr alle, zwischen 5.000 und 7.000 Hektar pro 14 Tage. Das sind, wenn ihr das aufs Jahr hochrechnet, bräuchte man eine Produktion von 160.000 Hektoliter Bier, um diesen Peak aufzufangen. Ich sag's mal, wer es noch nicht 40.000 Produktion zu 160.000, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Es ist sehr unrealistisch, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren auf der Wiesn in einem großen Zelt zu finden sind. Punkt. Kleine Zelte, okay, wir haben die eine oder anderen Wirt, sind wir schon mit im Gespräch. Wir müssen gucken, ob das in unsere Strategie passt. Es ist möglicherweise in den nächsten 4 Jahren realistisch, dass man uns vielleicht auf der Wiesn irgendwann mal findet, in welcher Art und Weise auch immer. Ihr seht schon, dieser Peak, dass wir in 2 Wochen 7.000 Hektar irgendwo platzieren wollen, ist auch in dieser Größenordnung, wo man natürlich reinkommt und denkt, meine Herren, was haben die da für einen Bau hingestellt, durchaus noch nicht realistisch. Wir freuen uns auf die Herausforderung. Aber wir waren schon immer, seit 2006, seitdem wir gegründet haben, einen Schritt nach dem anderen. Und wir haben jetzt mit dem Münchner Hell das nächste Puzzlestein für das Gesamtkonstrukt gelegt. Vielleicht das letzte, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bernd wollte noch 2 Worte dazu sagen. Ja, nur zur Wiesn ist das halt, also letztendlich, das ist halt einfach nicht in unserer Hand auch allein. Also das hängt wirklich an Wiesn, wisst ihr alle, das ist halt ein Politikum in München, es ist das größte Volksfest der Welt, es ist wirklich weltweit bekannt. Und da ist es tatsächlich, das letzte Wort hat da einfach die Stadt München. Und wir werden da uns nicht, wie soll man sagen, aufdrängen, wenn wir nicht erwünscht sind. Aber wie der Steffen schon gemeint hat, also ich denke, so langsam kommen wir in die Richtung. Und da müssen wir halt mal schauen, was da ist. Aber von unserer Seite, wir haben da keine Eile, dass da irgendwie was, dass wir da irgendwas forcieren müssen. Also es gibt ja auch Viktualienmarktausschank, es gibt ja Frühlingsfeste, es gibt Münchner Stadtgründungsfeste, alles an offizielle Stadtfeste, die eigentlich nur von dem Verein für Münchner Brauereien beliefert werden dürfen. Und da müssen wir schauen, es gibt nicht nur die Wiesn, es gibt ganz viele andere Sachen, wo wir auch unsere Produkte, unsere Liebhaber, unsere Fans, unsere Genießer auch antreffen würden. Und da würden wir uns natürlich gerne präsentieren. Die Frage ist, warum wir so zögerlich erstmal auf das Wiesn-Angebot, was ja gar nicht existiert, nicht reagieren. So kann man es, glaube ich, sagen. Wir haben natürlich viel zu wenig Bier hier. Wenn wir jetzt irgendwie wenn ein kleines Zelt machen mit 200 Leute Fassungsvermögen, dann wäre es eine andere Option. Aber wir haben 10.000 Crowdfunder, die uns hier mit Herz und Seele ab 100 Euro ihr Geld geliehen haben und uns unterstützen. Und dann bist du mit so einem 200-Mann-Zelt natürlich bei 10.000 Crowdfunder auch in einer Dimension, wo es auch gar nicht funktionieren könnte. Das heißt, für uns ist es wichtig, also dann reden wir Klartext, dann brauchst du halt irgend so ein 1500-Mann-Zelt, wo du erstmal unsere ganzen Investoren unterbringen könntest, ohne jeden anderen reinzulassen. Und da fehlt uns erstmal natürlich noch ein bisschen Erfahrung. Das heißt, wir brauchen dort vielleicht erstmal ein paar Probeläufe in den nächsten 1-2 Jahren, wo wir sowas mitbegleiten können. Oder einen Erfahrenen, der uns dort ein bisschen unterstützt. Aber alles andere ist, wie du schon im zweiten Teil richtig sagtest, ist die Produktionsmöglichkeit, die wir hier haben, ist noch beschränkt. Es ist hier ausbaufähig, ja, nicht von heute auf morgen. Aber wir waren schon immer so, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht mit dem Kopf durch die Decke. Wir würden der Stadt dann nicht auf die Füße steigen, dem Münchner Brauerbund sowieso nicht. Und da kommt jetzt ein bisschen auf die Diplomatie an. Wir suchen jetzt, wir sind in Gesprächen, wir sind auf der Agenda von dem Münchner Brauerei,
Verein. Und die werden auf uns zukommen und dann werden wir ein Konzept und Lösung finden und dann wird sich rausstellen, was wir machen. Die Frage war nach dem Crowdfunding, was wollen wir damit machen, was haben wir vor? Wir würden jetzt im ersten Schritt das Dach aufmachen, dass wir dort eine Luke reinbringen, um dann sukzessive Tanks einzukaufen, um mit jedem Tank, der ungefähr 300 Hektoliter Fassungsvermögen hat, können wir also pro alle 4 Wochen 300 Hektoliter mehr produzieren. Das heißt, ein so ein Tank, den wir mehr haben, hat ungefähr ein ein Jahresvolumen von 3000 Hektoliter. Das heißt, wenn wir jetzt 10 so Tanks kaufen, da bestimmt irgendwo ein Investitionsvolumen von 2 Millionen Euro im Raum steht, könnten wir unsere Kapazität um 30.000 Hektoliter erhöhen. Damit können wir es auch brauen, damit können wir es auch abfüllen, aber es ist natürlich noch nicht verkauft. Ja. Und abfüllen können wir es auch noch nicht, weil wir dann noch Leergut brauchen, also Kisten und Flaschen. Genau, deswegen werden wir auch mit dem Crowdfunding ein bisschen Geld einsammeln, um Leergut zu finanzieren, denn niemand weiß oder die wenigsten wissen, was eine Kiste im Einkauf kostet. Da sind wir nur bei dieser Plastikkiste 6 Euro, 5,50 Euro und wir kriegen 1,50 Euro Pfand. Flasche kostet uns 15 Cent und wir bekommen 8 Cent Pfand. Das heißt, wir haben jede Kiste, die uns irgendwo wegrumpelt nach Frankfurt, Hamburg, Dänemark, was auch immer, wo die Leute ihr Leergut mitbringen und da lassen, ist schon katastrophal. Das heißt, wir sind eigentlich auch der Meinung, dass das Pfand, wie auch der Georg sagt, das Pfand muss ganz klar erhöht werden. Aber dazu haben wir den Arsch noch zu weit unten. Es muss halt irgendeiner von den Großen mal anfangen, Pfand zu erhöhen. Die kleinen Brauereien in Franken, die nehmen schon 10 Euro Pfand für die Kiste. Das ist in dem kleinen Dunstkreis dort auch völlig akzeptiert und völlig in Ordnung. Völlig normal, weil du kriegst ja als Konsument deinen Pfand ja wieder. Ist ja wurscht, ob es jetzt einen Zehner kostet oder 3,10 Euro. Aber da haben wir ein bisschen Probleme, weil in diesem Wachstumsmarkt, wo wir sind, wenn wir da mal jedes Jahr 5.000 Hektar mehr machen, da 5.000 Hektar mehr, dann müssen wir das ganze Leergut, was ja draußen ist, im Schrebergarten steht, im Keller steht, stehst wieder im Ort und sagst, ich habe mein Leergut wieder vergessen, kaufst trotzdem eine Kiste, denn, und erst wenn du 7 oder 8 Kisten hast, sagst, jetzt fahre ich mal wirklich hin. So ist die Realität. Und diesen Puffer aufzubauen, das ist enorm, das kostet halt Geld. Eins zu dem Crowdfunding und zu den Genussscheinen wollte ich auch noch sagen, es war uns immer Anliegen, danke, und zwar schon wirklich seit wir in der Garage waren und dann hochgezogen sind an Giesinger Berg, danke Jonas, wollten wir irgendwas haben, irgendein Instrument, wie man, sagen wir mal, die Brauerei als Giesinger Bräu, sagen wir mal, mehr in der Bevölkerung oder wie man da einfach mehr die Bevölkerung teilhaben lassen kann. Wir haben dann auch gesprochen, ob wir Genossenschaft machen, das haben wir aus verschiedenen Gründen verworfen, das gibt es ja in Reutberg zum Beispiel, und haben uns dann eben für dieses Genussschein-Programm entschieden. Und das ist halt wirklich so, wie der Steffen sagt, ab 100 Euro kann da jeder mitmachen, da gibt es eine schöne Urkunde, die kann man sich an die Wand hängen, und das ist für uns auch ganz wichtig, weil das sind auf der einen Seite natürlich unsere treuesten Fans, auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass man dadurch, glaube ich, auch mit zu einer wirklich echten Münchner Brauerei geworden sind. Und das ist also eine große Säule unserer Finanzierung. Dann haben wir schon das Projekt hier teilweise auch mit Bankenkrediten finanziert. Das ist dann die nächste Säule, wenn man so will. Und wir haben auch insgesamt so um die 100 stille Gesellschafter, die auch nochmal verschiedene hohe Einlagen getätigt haben. Das hat alles dazu beigetragen, ja, dass wir das hier machen konnten. Und dazu möchte ich auch sagen, wenn man das sich anschaut, dann kann man daran auch sehen, dass, und das verwundert mich deshalb nicht, dass wir haben noch keinerlei, auf den Gedanken könnte man ja kommen, also vor allen Dingen in den USA wäre das so, wenn man eine Craft Brauerei hat wie hier, sagen wir mal, dann hätte man ein Übernahmeangebot von den Großen wahrscheinlich das nächste. Und das haben wir noch nicht. Wir haben kein Angebot gehabt. Und das ist hoffentlich und nicht zuletzt wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass wir einfach diese ganzen Finanzierungssäulen haben. Und das ist völlig unattraktiv für Investoren. Und das ist wunderbar. Ja. Wir haben eine Frage zur Kapazität. Die 25.000, die wir jetzt machen, plus minus, da ist natürlich kein Münchner Hell dabei. Wir erhoffen uns einen Anstieg vielleicht irgendwas zwischen 4.000 und 6.000 Hektoliter pro Jahr. Das heißt, wenn wir hier von den 25 nächstes Jahr vielleicht bei 30.000, 32.000 Hektoliter aufschlagen,
dann würden wir uns sehr freuen und das wäre ein riesengroßer Erfolg für uns und natürlich für die Bierlandschaft in der Stadt. Ihr fragt ziemlich viel nach dem Crowdfunding. Jetzt kommen wir, ihr wisst ja, ich komme aus Franken oben, da ist die Dichte ziemlich groß und es gibt kleine Ortschaften und da gab es die sogenannten Kommunenbrauereien. Also die Ortschaft hat sich zusammengeschlossen, es gab viele Brauer und dann wurde es mal ein Brauhaus, weil es größer ist, hat das Dorf versorgt. Und jetzt sehe ich das so, dass ein Crowdfunding nichts anderes ist als eine moderne Kommunenbrauerei. Also man schließt sich zusammen, um gemeinsam was herzustellen und das zu sichern. Ich betone darauf, zu sichern und der Steffen hat es ja gerade eben schon gesagt, er schützt sich auch damit vor den Übernahmeangeboten. Und was schützt uns noch? Unsere Biervielfalt bleibt uns erhalten. Ich habe dir gesagt, wir hatten eine lange Entwicklungszeit für das Helle. Aber wann und vor allem wie war denn dann der Moment, als ihr gesagt habt, das ist es? Oder also wir haben tatsächlich, die Genehmigung vom Brunnen hatten, also noch nicht gebaut oder gebohrt, da waren wir relativ sicher, wir können jetzt einen Tiefbrunnen bohren. Und dann haben wir angefangen, Wasserproben zu entnehmen aus der benachbarten Brunnen, um dann zu gucken, wie müssen wir unsere Wasseraufbereitung aufarbeiten etc. Und mit diesen Grundspezifikationen haben wir angefangen rumzuforschen. Und der Simon hat vor 2 Jahren schon den ersten Versuch eines Münchner Hells auf den Tisch gestellt, wo wir gesagt haben, okay, da hat er die und die neuen Hopfensorten schon reingemacht, okay, das haben wir gesagt, das war schon in die richtige Richtung, aber dann machen wir ein paar Probesude auf der kleinen Anlage in Giesing und haben dann ein bisschen rumprobiert, um dann festzustellen, auf der neuen Anlage hier ist natürlich alles anders wie auf einer kleinen Anlage in Giesing und haben hier die ein, zwei Versuchssude noch gemacht, die angelehnt waren auf die Erfahrung, die wir hatten in den letzten Jahren und dann war hier der zweite oder dritte Sud, war eigentlich schon nahezu perfekt. Ja. Du musst auch sehen, so. Das Münchner Wasser für alle Brauereien ist der grundsätzlich wieder trinkbar noch fürs Brauen. Also wir können, wer nachher in den Tiefbrunnen reinschauen möchte, Bernd, ja. Wir können, nehmt euren Krug nachher mit, wir können ein bisschen Wasser probieren. Das Wasser ist in unserem Fall super trinkbar. Es gibt tatsächlich, Bernd, bitte. Nee, also, es ist ja so, dass wenn man den Brunnen bohrt, man muss also in Schichten, die fangen ab 90 Meter, 100 Meter an. Unsere ist, glaube ich, wir haben 2 Entnahmestellen, glaube ich, bei 120 und 150 Meter, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es ist eigentlich ein Reservoir, das ist wirklich die Millionen Jahre alt. Das Wasser braucht ungefähr 12.000 Jahre, bis es da runter sickert. Also es ist völlig frei. Es ist völlig frei von irgendwelchen menschlichen, sagen wir mal, man-made Verunreinigungen. Und es ist insofern zum Brauen erstmal, also wenn ich es rein entnehmen würde, es ist, weil es aus dieser großen Tiefe kommt, da ist relativ wenig Sauerstoff drin. Das heißt, es ist normalerweise sehr stark angereichert mit Mangan und Eisen. Das heißt, man muss es erstmal entmanganisieren und enteisen. Damit man es überhaupt nehmen kann. Wir haben das Glück, dass wenig Eisen drin ist von Haus aus, also wir müssen nur das Mangan rausnehmen. Und dann ist es tatsächlich für uns ein Phänomen gewesen. Wir haben, wie der Steffen schon gemeint hat, es gibt ja hier Tiefbrunnen in der Nähe und da haben wir uns die Analysen angeschaut und es ist relativ hartes Wasser. Und dementsprechend haben wir auch Wasseraufbereitung uns dann angeschafft, dass man das entsprechend dann weicher machen kann. Aber das Wasser, was wir, also das bei uns sprudelt sozusagen, das ist extrem weich. Das ist perfekt fürs Brauen. Also das ist Phänomen. Ja, das normale Münchner Brauereiwasser, was die anderen Brauereien fördern, ist nicht trinkbar. Weil es halt einfach zu eisenhaltig, zu metallisch ist. Wir können nachher einen Schluck nehmen. Und weil gerade so ein kleines Aufatmen hier war, unser Wasser, was wir tatsächlich fördern, ist 12.000 Jahre alt. Und jetzt stellt euch mal vor, was vor 12.000 Jahren vom Himmel gefallen ist, versickert ist und da war noch kein Antibiotika, Mikroplastik, irgendwas drin. Und dieses Wasser ist tatsächlich von allerhöchster Qualität. Können wir denn dann auch eure Münchner Luft probieren? Ja, da werden wir nachher, wenn wir ums Haus laufen, kannst du sehr gerne so viel nehmen, wie du tragen kannst. Die Frage war hier nach der Münchner Luft, weil tatsächlich in der EU-Verordnung steht drin, Münchner Luft und Münchner Wasser.
Dann haben wir, würde ich noch sagen, zwei, drei Fragen und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. Madame? Was würdet ihr noch sagen, ist denn geschmacklich das Besondere an eurem Bier? Was unterscheidet es vielleicht auch von den anderen Brauereien? Bernd? Ja. Also hast du Bier geprobiert? Also ich würde das als Bier bezeichnen. Achso, gut, danke für die Spitze, gell? Das ist tatsächlich so, mit dem Hellen ist es halt wirklich so, da sind es die Nuancen. Also ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Und ich würde schon mal sagen, also bei mir ist es so, ich bin jetzt kein, in dem Sinne, Biersommelier. Ich kann immer nicht so gut, wenn ich irgendwie zwei, drei Schluck von irgendeinem Bier nehme, das dann irgendwie erkennen oder ist das gut oder so. Aber mir geht es sehr, sehr, wie der Georg das am Anfang gesagt hat, also wenn ich eins trinke, und dann trinke ich ein zweites und dann will ich ein drittes und ein viertes und vielleicht ein fünftes und dann geht es eh dahin. Dann ist es gut und das ist so eins. Und ich glaube, das muss man einfach probieren. Es ist sicher irgendwie was irgendwo, also für mich ist es ein bisschen so, die beliebtesten Hellen, die in München verkauft werden, ist als Augustiner natürlich und das Tegernseer. Und ich denke, wir sind da schon ganz gut auf einer Ebene, sagen wir mal. Aber durchaus mit unserer eigenen Charakteristik. Also das war ein gutes Schlagwort, weil die Charakteristik ist wichtig, denn in einer Blindverkostung habe ich 6 oder 7 Münchner Helle auf dem Tisch und verkoste diese blind. Dann unterscheidet halt diese Charakteristik, die Reifung, der Charakter des Bieres ist halt dafür entscheidend. Ihr wisst ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ladet euch gerne irgendwann dazu ein. 6 Münchner Helle, 7 Münchner Helle und ein Oettinger an einem Tisch blind verkosten. Ihr werdet immer... Das muss ich aufpassen, was ich sage. Es ist immer eine Geschmackssache. Die haben alle einen Charakter, aber das ist ihnen gut. Es gibt es gibt viele Biere, die haben einen Charakter, die erkennt man. Und es gibt viele Biere, die haben keinen Charakter und die verkaufen halt Masse. Weil die halt so gebraut sind, dass jeder sagt von der Gauss-Normalverteilung, dass so viel möglich, wie möglich Biertrinker in diesen Korridor passen. Und wir sind hoffentlich am linken oder am rechten Rand, nicht politisch gesehen, aber wir sind auf alle Fälle mit einer gewissen Charakteristik, auch in einer Blindverkostung, schmeckbar. Und das war uns sehr wichtig bei der Erstellung von München.